Herzlich willkommen in unserem Magazin. Vor einem Jahr konnten wir die Gartenbahn des Bahnenthusiasten Daniel Bär besuchen, der mit dieser Dampflok um den eigenen Garten fährt. Jetzt erhielten wir eine neue Einladung, also sind wir wieder hier. Gößnitz ist eine kleine Ortschaft zwischen Leipzig und Zwickau. Einmal im Jahr lädt Bahnfreund Daniel Bär nicht nur seine Familie und Freunde zu sich zum Zugfahren ein, sondern auch alle Nachbarn. Eine weise Idee, so bleibt der Nachbarschaftsfrieden erhalten, auch wenn ab und zu eine laute Lokpfeife ertönt und aus dem Lokschornstein Dampfwolken aufsteigen. Die Hauptstrecke der Bärschen Gartenbahn fährt vorbei am Lokschuppen und dem hölzernen Bären, dem Familienwahrzeichen. Auf einem Nebengleis stehen Wagen und Kipploren. Es ist eine idyllische Tour mit Blumenrabatten, der Familienvilla und Nachbarschaftshäusern als Kulisse. Speziell für die 950-Jahre-Feier der Stadt Schmölln hatte Daniel mit seinen Söhnen zwei große Personenwagen neu gebaut. Er verlegte provisorische Gleise über den Marktplatz und transportierte einen gesamten Tag lang bis zu 50 Personen über die improvisierte Bahnstrecke. Diese neuen Wagen sind für die Bahn in Daniels Garten recht schwer. Deshalb fährt er jetzt seinen Zug in umgekehrter Richtung als bisher, Führerhaus voraus. Auch die kleinen Details wie dieser liebevoll arrangierte Grubenzug sind es, die Besucher zum Staunen bringen. Hier sind wirklich Kenner und Liebhaber am Werk. Zum Einsatz kommt die 20 PS Dampflok Ohrenstein und Koppel, Fabriknummer 7697 von 1920. Bis 1975 war sie im Torfwerk Himmelmoor in Quickborn im Einsatz. Jetzt hat Daniel sie hingabevoll restauriert. Beim Nikolaus Special müssen die Gäste weder verhungern noch verdursten. Es gibt Bratwurst, Sprudel und Glühwein. Die Kinder der Nachbarschaft verkaufen selbstgebackene Köstlichkeiten. Ein echtes Gemeinschaftswerk. In der Nähe des Familienteiches betreibt Sohn Lukas in Kooperation mit Sohn Matteo ein Bergwerk.
Bereits vor einem Jahr fiel mir auf, dass die eingesetzten Loren offenbar vom ehemaligen Uranenbergbaukombinat Wismut stammten. Mir wuchs ein ungeheuerlich erscheinender Gedanke. Konnte es sein, dass Lukas insgeheim hinter dem Rücken seiner Eltern hier wie zu DDR-Zeiten weiter Uran abbaut? In der DDR war der Uranabbau für sowjetische Atombomben und Kraftwerke durch die Geheimdienste KGB und Stasi streng abgeschirmt. Warum verschließt Lukas immer sorgsam das Bergwerk, sodass wir keinen Einblick gewinnen konnten? Bauen etwa dort wieder russische Bergwerker Uran ab und die Russen bezahlen Lukas mit historischen Motorrädern? Von seinem Taschengeld konnte doch Lukas sicher seine top restaurierten Räder nicht finanzieren. Hinter den Blumen verborgen fand ich einen passenden Moment. Die Dampflok stand alleine vor dem Haus. Offenbar speisten die Bärs zu Mittag. Ich beschloss, das Geheimnis zu lüften. Hatte ich mich in einem Bergmannswagen versteckt, bestieg Lukas die Lok. Wohin würde uns die Reise führen? Offenbar hatte Lukas angehalten, um eine Weiche zu stellen. Und wir fuhren direkt in die Höhle des Löwen, das Bergwerk. Nicht zu fassen. Es handelte sich wirklich um ein komplett ausgestattetes Bergwerk. Was für Mysterien mochte es verbergen? Vorsichtig entstieg ich dem Wagen. Nur kein Geräusch verursachen, sonst konnte es um mich geschehen sein. Presslufthämmer. Das verhieß nichts Gutes. Schnell bewegte ich mich zurück hinter die bleischweren Vorhänge, die womöglich die Außenwelt gegen die atomare Strahlung abschirmen sollten. Da! Ich konnte es nicht fassen. Der eine Bergmann trug das Zeichen für Radioaktivität auf dem Rücken. Das war der uranklare Beweis. Hier strahlte es. Und war nicht das Aufflackern der Leuchte in der Mitte des Radioaktivzeichens das Signal, dass die Arbeiter ihre täglich zulässige Strahlendosis erreicht hatten und jetzt schnell die Grube verlassen sollten? Zum Eingang. Nein, von hier drohte vorerst keine Gefahr. Moment, das war doch Lukas. Also doch, der Junior-Chef persönlich fasst an beim Uranverladen in die Loren. Wenn das der Daniel wüsste. Oder war der Vater womöglich auch in die Konspiration eingeweiht? Feierabend. Das bedeutete Gefahr. Ganz eng wickelte ich mich in den Bleivorhang ein. Lukas zog den Zug aus dem Stollen. Jetzt war nur noch sein Kumpan in der Grube. Ich musste es nochmal versuchen, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen.
zum Drahtseil angespannten Nerven schlich ich nach vorne. Doch dann geschah es. Hallo, wer sind Sie? Können wir Interview machen? Nein, Privat. Pressefreiheit, Silber, ja? Presse, Prasa. Du kannst hier mal gucken, ja? Nein, Privat. Patschisch, tut das, Satan. Privat. Wie, was? Privat. Nichts privat, Presse, frag. So wird er mich total. Das geht Sie nicht an. Wie, aber. Das geht Sie nicht an. Interview. Nein. Komm raus. Moment. Mir wurde schwarz vor den Augen, die Sinne entschwanden. War ich aus Versehen gestolpert? War ich übermüdet und hatte Halluzinationen? Oder war ich womöglich das Opfer eines prügelnden russischen Uranbergmanns vom KGB geworden? Außer Gefecht gesetzt blieb das finstere Geheimnis des Bergwerks erst einmal weiter ungelöst. Das ist alles für heute in unserem Magazin. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja.